Mauern, die Mauern fielen, ne? Also die ziehen die Häuser hoch. Wenn man nicht aufpasst, dann, ja, wenn sie zu lange alleine sind, dann kann das auch sein, dass sie auch schon mal einen Wodka trinken. Arbeiter haben gerade unsere Wohnung gebaut. Also wir wohnen in einem Haus, wo oben wir uns eine Penthouse-Wohnung gekauft haben. Und die haben das, und die waren sehr freundlich und fleißig. Bei uns in der Firma putzt er und räumt auf. Und wenn gestrichen werden muss, dann wird gestrichen und Garten gemacht und alles Mögliche. Also betrunken waren die nie, das habe ich nie festgestellt. Im Gegenteil, immer sehr höflich. Immer bedacht, wenn sie ihn noch mal in unsere Wohnung mussten, haben sie die Schuhe ausgezogen. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich arbeite hin und wieder mit meinen Kollegen aus Polen zusammen. Und da gibt es auch einen regen Austausch. Wir sind in Polen, die Polen kommen zu uns und das funktioniert sehr gut. Wir sind jetzt, arbeiten jetzt in verschiedenen Funktionen, zum Beispiel die eine ist eine IT-Lerin bei uns, die sich kümmert um die IT-Sachen. Also ich habe eine polnische Kollegin und ich finde sie sehr herzlich und sehr hilfsbereit. Immer wenn ich auf sie zugehe, begrüßt sie mich mit offenen Armen, also überhaupt kein Thema. Wie alle anderen oder nicht besser, nicht schlechter. Ja? Ich fahre auch öfter mit dem Regionalzug, der von Küstrin nach Berlin fährt, wo viele Menschen, die aus Polen kommen, dann nach Berlin zur Arbeit fahren und noch nie irgendwas Negatives mitbekommen von der Seite. Es gibt manchmal Sprachprobleme, aber das ist auch genauso bei englischen oder indischen oder Gott weiß welchen Kollegen, das ist genau das Gleiche. Die ich kenne, sprechen alle sehr gut Deutsch. Viele sehen auch super schick angezogen aus. Die können improvisieren, die können alles.